Hallo, liebe Wagen, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte November 2021. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Infobox, kurz angesprochen, findet ihr unterhalb von diesem Video hier. In dieser Infobox findet ihr ja sämtliches, was euch interessieren könnte. Im Prinzip Social Media Links, Infovideos, Special Videos, eine Übersicht der Karten, die ich in meinen Readings verwende, findet ihr dort. Viele von euch dürften auch hier diese Karten bereits entdeckt haben. Die habe ich selbst gestaltet, selbst kreiert im Prinzip, habe sie mir drucken lassen, möchte ich auch fortan in die Readings mit einbinden. Auch über diese Karten habe ich, ja, unter anderem über diese Karten ein spezielles Video gemacht, verlinke ich euch rechts oben, wenn euch das interessiert. Natürlich findet ihr auch das weiterführende Reading über diese Legung hier im Resonanz- und im Interessensfall unten in der Infobox. Könnt ihr wahrnehmen, müsst ihr nicht wahrnehmen und ansonsten starten wir doch direkt. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte November 2021 meiner Wagen. Der Delfin. Der Delfin ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und die Lebensfreude ist eure Hauptenergie. Das hört sich schon mal alles andere als schlecht an. Habe Spaß, spiele und probiere dich aus. Surfe die Wellen des Lebens, der Energiefluss setzt ein. Es hört sich nach einer sehr erfüllten Energie hier an, die ihr in dieser Zeitspanne erleben könnt, die euren Gemütszustand ausmachen kann. Spiel, Spaß, Freude, sich ausprobieren, neu entdecken, vielleicht auch ja, dieses allgemeine Wohlbefinden scheint sehr präsent zu sein bei euch, liebe Wagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr in eine Situation geratet, die euch erfüllt, die euch Spaß macht, die eventuell auch sehr neu für euch sein kann. Surfe die Wellen des Lebens, probiere dich aus. Es hört sich für mich nach einer Situation an, die ihr noch nicht kanntet, vielleicht aber auch schon sehr lange vermisst habt in eurem Alltag. Ich bin sehr gespannt, was mir die Karten dazu gleich sagen können, denn ich kann mir hier noch vieles vorstellen. Auf jeden Fall eine grundpositive Karte ist das hier. Die Lebensfreude, liebe Wagen, ist eure Hauptenergie. Beim Split seid ihr schon da. Der Tod spricht für Veränderung. Das würde tatsächlich auf etwas Neues hindeuten. Mal sehen. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte November 2021 meiner Wagen. Die Sechs der Stäbe. Bei den Sechs der Stäben geht es um Sieg, um Erfolg, auch um gegenseitig gezollten Respekt oder das Ansehen genießen können. Es ist eine Öffentlichkeitskarte. Viele von euch schauen, ja, viele in eurem Umfeld, viele Personen, Familie, Freundeskreis, vielleicht auch auf der Arbeit, die schauen zu euch auf im Prinzip. Da seid ihr souverän, da seid ihr der Held oder die Heldin tatsächlich innerhalb einer ganz gewissen Situation, innerhalb eines bestimmten Szenarios hier. So eine Art Siegeszug kann ich mir hier vorstellen, den einige von euch hier begehen dürfen, die einige von euch hier erleben dürfen. Wie geht es weiter? Der König der Stäbe. Der König der Stäbe, und es sieht hier sehr bezeichnend aus für jemand, der eine Heldentat vollbracht hat. Wenn ihr euch diese beiden Karten hier anschauen, ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Film ich das gesehen habe, aber es gibt bestimmt einige von diesen Filmen, wo hier ein König herrscht, der einen Ritter, einen Helden im Prinzip empfängt. Ja, hier hinten im Hintergrund ist das Volk zu sehen und hier wird jemandem zugejubelt. Der König könnte diesen Menschen adeligen, er könnte diesen Menschen tatsächlich würdigen, vielleicht auch belohnen oder beschenken. Und ich kann mir sehr, sehr gut diesen König der Stäbe als eine ganz bestimmte Person vorstellen, deren Gunst ihr erworben habt, für die ihr etwas Bestimmtes, Hochwertiges, etwas Wichtiges, etwas Hilfsbereites eventuell auch getan habt. Und ihr werdet hier speziell besonders dafür gewürdigt von dieser Person.
Es sieht für mich bildlich so aus. Auch hier die Deutungsvarianten der Sechs der Stäbe und auch die des Königs der Stäbe deuten darauf hin. Der König der Stäbe, das ist jemand, der tatsächlich auch selbst Hand anlegen kann, der definitiv Selbstvertrauen hat, der kreativ ist, oftmals attraktive Person ist hier dargestellt, aber der auch gütig sein kann, der jemanden Ehre dem, wem Ehre gebührt. Das kann man hier auch sagen. Und der König der Stäbe ist so eingestellt. Das kann hier eine Person liebestechnischer Natur sein. Das kann natürlich auch ein Freund, ein Familienmitglied für euch sein. Definitiv jemand in eurem Umfeld, der etwas, was ihr getan habt, würdigt. Und das im angemessenen Maße. Wie geht es weiter? Die Vier der Kelche. Bei den Vier der Kelchen geht es um verpasste Chancen bzw. um die Gefahr, Chancen zu verpassen. Es kann sich hier auch um ein klassisches Ablehnungsthema handeln. Es kann sich hier aber auch um Eigensinnigkeit handeln. Ich sehe hier eine Person an diesem Baum sitzen, auf diese drei Kelche schauen und im Hintergrund diesen Kelch entweder nicht annehmen wollen oder nicht wahrnehmen zu können. Das ist so jemand, der meint, es selbst zu schaffen, aber dann doch ohne fremde Hilfe aufgeschmissen sein könnte. Mit dem König der Stäbe hier dem Rücken zukehrend. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr jemanden Hilfe unterbreiten wolltet, liebe Wagen, der diese Hilfe aber nicht annehmen wollte. Die werde ich mir noch ganz genau anschauen müssen, diese Karte hier. Wie geht es weiter? Die Sonne, interessant. Die Sonne steht für Lebensfreude. Ja, okay, da bin ich schon bei der Hauptenergie. Das ist hier das Erste, was mir aufgefallen ist. Sonne steht weiterhin für Optimismus, für Harmonie, ein positives Lebensgefühl, Lebensbejahung, sagt man auch sehr oft. Auch ist das hier ein Zeichen für eine Art Neustart, für eine Art Reset. Und mit der Spiegelung auf den König der Stäbe, einige von euch könnten es mit einem Löwen per se zu tun haben. Das ist hier Löwe und das ist hier auch Löwe in der Spiegelung zusammen. Deutliches Anzeichen, muss natürlich nicht für jeden von euch der Fall sein. Aber ich glaube, ihr habt jemanden bestimmten hier aus einer privaten oder persönlichen Misere befreit. Diese vier Karten hier kommen mir wirklich so vor, als dass ihr der Held zu Pferde war sozusagen, der Macher, der, ja, der Problemlöser, vielleicht auch sogar der Held in einem ganz bestimmten Szenario hier. Mit dem Vier der Kelchen meine ich, dass dieser König der Stäbe es versucht hat, auf seine oder ihre eigene Art zu regeln, aber kam damit nicht zurecht. Und für die Befreiung, für die Lösung, für die Hilfe, die tatsächlich wahrscheinlich dann nötig war, wart ihr zuständig und dieser König der Stäbe würdigt das hier, wertschätzt das hier und eventuell erwerbt ihr auch dessen Gunst. Vor allem dann, wenn es sich hier doch eher um ein liebestechnisches Interesse handelt, um Leidenschaft, um ja, jemandem nahe sein zu wollen oder dessen Herz zu erobern. Wie geht es hier weiter? Wow, okay. 10 der Münzen. Ihr könntet wirklich sehr belohnt werden für das, was ihr hier tut, liebe Wagen. Das sieht man hier doch recht deutlich. Die 10 der Münzen ist Erfolg auf langfristiger Basis. Es ist Stabilität, Vertrauen, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geborgenheit. Das ist hier eine grundweg positive Karte. Und das ist sozusagen die Entschädigung, das ist der Preis, das ist ja die Wertschätzung bzw. die Würdigung, die euch hier in der Spiegelung tatsächlich zugute kommt, potenziell von einem gewissen Menschen aus euch gegeben oder eben übermittelt. Einige von euch könnten hier tatsächlich entlohnt werden im finanziellen, im materiellen Sinne. Für andere von euch ist das hier tatsächlich das Erwerben der Gunst eines bestimmten Menschen. Das ist hier so das Herz erobern. Das kann ich mir hier auch sehr, sehr gut vorstellen. Eine sehr, sehr interessante erste Reihe, muss ich hier sagen. Die Königin der Stäbe ist im Outcome. König und Königin der Stäbe hier in der gleichen Reihe, gleich am Anfang, das ist schon mal ein Power Couple, zwei Menschen, die hier auf Augenhöhe sind, zwei Menschen, die sich definitiv interessant finden und das auch sehr
auf eine körperliche Art und Weise. Hier fühlt man sich definitiv zu einem Menschen hingezogen. Körperliches, sexuelles Interesse ist hier definitiv dargestellt. Eine körperliche Anziehung herrscht zwischen euch beiden. Man könnte es abkürzen und sagen, ihr seid beide scharf aufeinander, ne? Aber das ist dann ja etwas sehr salopp ausgedrückt. Aber etwas Derartiges kann ich mir hier erkennen. Ich erkenne hier die gleiche Person, aber ich erkenne eben auch, wie es zwischen euch beiden sozusagen sich entwickelt. Hier erobert jemand das Herz des anderen. So sehe ich das momentan. Wie geht es hier weiter? Eine Klärung zu den Sechs der Stäben. Der Ritter der Stäbe. Interessant. Sehr viel Feuerenergie ist hier am Start, liebe Wagen. Ich könnte mir tatsächlich euch als diesen Ritter der Stäbe vorstellen. Denn es ist hier eine ähnliche Energie. Hier ist jemand auf einem Pferd dargestellt, hier mit einem Lorbeerkranz auf dem Haupt, hier jemand mit dem Stab in der Hand, mit einer Rüstung bespickt, beide nach rechts ausgerichtet, beide Richtung Zukunft ausgerichtet, aber beide auch diesen König der Stäbe adressierend. Könnt ihr mir hier eure Energie tatsächlich vorstellen, obwohl das eher eine sehr impulsive Energie ist, eine sehr leidenschaftlich agierende Energie? Das kann dennoch natürlich eure sein. Vor allem dann, wenn ihr doch einiges an Feuerenergie in eurem Chart haben könntet, liebe Wagen. Sowas wie Aszendent Löwe oder Mondzeichen Widder. So etwas derartiges. Ne? Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Mein Mondzeichen ist zum Beispiel Widder. Deswegen bin ich darauf gekommen. Und ich selbst bin eben Waage. Vor allem könnte ich mir dann das als meine Energie vorstellen. Natürlich auch als die der euren. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Eine Klärung zum König der Stäbe. Königin der Stäbe. Das ist interessant. Puh. Liebe Wagen, da scheint etwas auf euch zuzukommen. Königin und König der Stäbe aufeinander, hier in der gleichen Reihe. Das sind zwei Menschen, die sich vielleicht gesucht und gefunden haben, vielleicht auch gar nicht gesucht, aber gefunden haben. Die sind hier beide auf einer Wellenlänge. Also es ist hier die Chemie zwischen euch beiden dargestellt. Zwischen euch und einem bestimmten Menschen, wie gesagt, hier möglicherweise ein Löwe per se. Oder tatsächlich eine sehr feurige, leidenschaftliche Person, oftmals sehr attraktive Person. Jemand, der gern flirtet, jemand, der ja auch in die Vollen gehen könnte. Jemand, der also nicht nur gerne flirtet, sondern auch den Körperkontakt sucht. Jemand, der aber auch um sein Aussehen oder um ihr Aussehen weiß. Das ist jemand, der ja nicht unbedingt Komplimente braucht, um sich schön oder klug oder sexy oder wie auch immer zu fühlen, sondern das weiß diese Person so selbst. Natürlich ist man empfänglich für Komplimente, ne? Aber das ist schon eine sehr, sehr selbstbewusste Energie, die dieser König der Stäbe bzw. diese Königin der Stäbe hat. Wichtig ist hier die Synergie, die Chemie zwischen euch beiden. Eine körperliche, sehr starke Anziehung sehe ich hier. Also das kann hier, um es so auszudrücken, heiß hergehen, liebe Wagen. Jetzt wollte ich fast Löwen sagen. Ich glaube aber, dass ihr hier als Ritter der Stäbe vielleicht um diese Gunst auch buhlt. Vielleicht, jetzt, das ist blöd ausgedrückt, jemanden versuchen, körperlich näher zu kommen. Das ist jetzt hier nicht diese Art und Weise von, ja, ich will jemanden ins Bett kriegen. Das ist hier nicht damit dargestellt. Das ist hier Siegeszug. Das ist hier auch mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Treue und so weiter verbunden bzw. zu verbinden. Das ist hier aber eine ganz starke Anziehung, die man jemanden signalisieren möchte, jemanden zeigen möchte. Ihr könntet euch aufreizend präsentieren, ihr könntet flirten. Definitiv ist hier Flirterei am Start. Ganz, ganz klare Geschichte hier. Aber dieses Power Couple hier, das hat großes Potenzial. Eventuell ist es auch schon etwas länger her, seit ihr einen solchen Menschen begegnet seid, liebe Wagen, der euer, ja, nicht nur euer charakterliches Interesse, sondern auch euer körperliches Interesse weckt. Wo man tatsächlich jemanden einfach anfassen möchte, wo man jemanden spüren möchte, ne? Hier im leidenschaftlichen Aspekte. Denn wie schon vorhin hier gesagt, ich glaube, hier steuern einige auf eine Situation zu, die sie vielleicht noch nicht kannten oder lange nicht mehr erlebt haben. Und das scheint hier sehr heiß herzugehen, um es mal so auszudrücken. Eine Klärung zu den Vier der Kelche.
Der Tod. Der Tod war vorhin auch im Split zu sehen und hier ist er in der Mitte des Readings. Es geht hier tatsächlich um eine gravierende Veränderung, eine gravierende Transformation in der Mitte des Readings sehr, sehr stark dargestellt. Und der Tod auf die vier der Kelche, das ist hier das Verändern einer Situation, wie sie bislang vorherrschend war. Und das hier ist das klassische Ablehnungsthema, das ist eine Chance nicht nutzen. Und mit dem Tod nutzt man diese Chance, beziehungsweise zieht es in Erwägung, diesen Kelch hier hinten im Hintergrund zu ergreifen, diesen Kelch anzunehmen. Es kann sich hier tatsächlich um dieses, es ist immer so ein blödes Wort, dieses Buhlen. Also es gibt hier ja, zwei Menschen, sind interessiert aneinander, einer muss hier den ersten Schritt machen, man muss um jemanden kämpfen, beziehungsweise um jemanden werben, um dessen Herz zu gewinnen. Das ist meiner Meinung nach etwas veraltet, aber ne, jedem das Seine. Es ist hier auch so dargestellt tatsächlich. Bislang scheint man noch nicht bei dieser Person gelandet zu sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Man ist hier vielleicht abgelehnt worden, man ging hier schon auf Angriff, man hat hier schon geflirtet, man hat sein oder ihr Interesse signalisiert, jedoch ist der Gegenüber bislang noch nicht darauf eingegangen bzw. darauf eingestiegen. Dieser Umstand scheint sich hier mit dem Tod auf die vier der Kelche zu ändern und das gravierend und das Richtung Sonne, also zum Positiven. Und es scheint hier tatsächlich wirklich, also ich muss es wirklich so sagen, es kann hier tatsächlich sehr, sehr gut sein, dass ihr mit diesen Menschen im Bett landen werdet, dass ihr hier einige heiße Nächte verbringen werdet, vielleicht sogar auf längerer Basis, denn hier hinten ist Harmonie, Stabilität, Sicherheit, Langfristigkeit dargestellt. Viele von euch stehen hier kurz davor, jemanden kennenzulernen, eventuell entwickelt sich hier auch aus einer Affäre oder aus einem One-Night-Stand etwas Langanhaltendes, sehr, sehr Schönes tatsächlich. Eine Klärung zur Sonne. Die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen. Ja klar, in der Spiegelung. Die Königin der Münzen ist eine eher konträre Energie zur Königin der Stäbe. Das ist hier Leidenschaft, das ist Feurigkeit, Temperament, Körperlichkeit. Ja? Und das hier ist eher Warmherzigkeit, Fürsorge, Geborgenheit, Langfristigkeit, Stabilität. Ich meine hier aber ein und dieselbe Person zu erkennen, da sie aufeinander spiegeln und ich meine nicht euch in dieser Situation zu sehen. Ihr kommt mir hier vorne eher wie der Ritter der Stäbe vor, ehrlich gesagt. Dieser Mensch, diese Person, die ihr hier erreichen möchtet und potenziell auch erreichen werdet, an deren Gunst buhlt ihr schon länger. So muss ich jetzt tatsächlich ausdrücken. Ihr versucht schon länger, das Herz eines gewissen Menschen hier zu erobern. Und ich meine, dass hier derselbe Mensch dargestellt ist, der eventuell bislang nur auf das Körperliche aus war, bislang nur gesagt hat, also wir können gerne miteinander schlafen, aber eine Beziehung ist nicht drin. Ich bin nicht bereit für eine Beziehung. Ich habe nichts gegen Körperlichkeiten, aber Beziehung, nee, erstmal nicht. Das kann im Speziellen für euch der Fall gewesen sein. Dann aber sehe ich hier auch diese Transformation, diese Veränderung hin zur Gemütlichkeit, hin zur Beständigkeit, hin zur Aufrichtigkeit. Und es kann sich hier von etwas Körperlichen und vielleicht rein Körperlichen zu etwas Stabilen und in dem Sinne Beziehungstechnischen entwickeln. Das sehe ich hier tatsächlich sehr, sehr deutlich. Dieser Mensch hier, mit dem kann man nicht nur Spaß im Bett haben, dieser Mensch ist nicht nur attraktiv, dieser Mensch scheint hier auch verlässlich zu sein, dieser Mensch scheint einem auch tatsächlich Stabilität und Sicherheit vermitteln zu können, jemand, auf den man sich verlassen kann. Es sieht hier sehr, sehr positiv aus. Das hätte ich am Anfang, also ja doch, man hätte es natürlich erahnen können, wenn man sich die Lebensfreude und den Delfin anschaut. Aber dass es dann doch so deutlich hier zu sehen ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Eine Klärung zu den 10 der Münzen. Die 3 der Stäbe. Erwartungen, Optimismus. Ich sehe hier viel Optimismus, auch in der Konjunktion zur Sonne. Das ist diese Lebensfreude, die ihr hier erfahren könnt, die ihr aber auch ausstrahlt, die euch aber auch ja, durch das Zutun, durch das Kennenlernen, durch das Intensivieren eines... Ich meine tatsächlich hier, dass ihr einen Menschen
in Vergangenheit, und das kann sich schon länger gezogen haben tatsächlich, immer versucht habt, ihm oder ihr näher zu kommen, sein oder ihr Herz zu erobern tatsächlich. Und es scheint euch hier, ich muss es wirklich so sagen, zu gelingen. Durch das Vermitteln von Wertschätzung, Aufmerksamkeit, das Signalisieren von Stabilität, schafft man es tatsächlich, die Gunst oder das Herz eines jemanden zu erobern. Und es sieht hier sehr danach aus, dass euch das gelingen wird. Mit den drei der Stäben auf die 10 der Münzen ist das eine Erwartungshaltung. Es ist tatsächlich aber auch von Langfristigkeit hier die Rede, von einer stabilen Situation hier die Rede. Es ist hier definitiv auch etwas, was bis zum, ja, Lebensende halten könnte, um es mal so auszudrücken. Auf jeden Fall ist das hier eine Entwicklung zum Positiven. Eine Entwicklung zu etwas Langfristigem, zu etwas, was tatsächlich sich vielleicht auch über einen ganzen Zeitraum hin erst entwickeln musste. Der Page der Kelche ist hier eine Outcome-Karte. Der Page der Kelche, das ist der Flirter, das ist der auch Hilfsbereite, der Tolerante, der jemanden unter die Arme greift. Ich sehe hier eine Person und ich sehe hier die gleiche Person. Wenn ich jetzt hier irgendwo drei Schwerter oder drei Kelche habe, kann ich mir zwei Personen vorstellen, zwischen denen euch ihr entscheiden müsst. Dann wäre es nämlich die klassische Dreierkonstellation, die eine Person oder die andere Person. Ich sehe hier aber bislang eine ganz bestimmte Person, die euer Interesse geweckt hat und zwar auch sehr körperlich. Also zu diesem Menschen fühlt ihr euch extrem hingezogen. Und in der Spiegelung zur Königin der Münzen hier ist das aber auch eine Person, die sich im Laufe der Zeit auch zu einem verlässlichen Menschen entwickelt hat. Zu einem Menschen, mit dem man nicht nur, ja, im Bett Spaß haben kann, sondern das ist auch jemand, mit dem man definitiv eine stabile und sichere Beziehung pflegen kann, eine Partnerschaft eingehen könnte, jemand, mit dem man alt werden kann. Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Wertschätzung dargestellt und das wird hier potenziell euch beiden überbracht und zwar gegenseitig. Das ist hier im Outcome zu sehen. Das ist sehr interessant hier, also für viele von euch, die eventuell in der Vergangenheit eine Affäre mit jemandem hatten, vielleicht auch immer noch haben, mit einem ganz bestimmten Menschen, wo es bisher eher auf das Körperliche bezogen war und weniger auf Langfristigkeit bzw. Gefühlsebene, das scheint sich hier tatsächlich zu entwickeln und das gerade. Dass man hier wirklich auch die anderen Seiten entdeckt, nicht nur das Körperliche, sondern auch all anderes, was wichtig ist. Eine Klärung zum Ritter der Stäbe. Der Eremit. Der Eremit steht für Sehnsüchte, für Einsamkeit, auch für Wissen und Weisheit. Einer, der herausfinden musste, was er möchte. Und das ist hier auf eurer Seite tatsächlich der Fall, sowie auf der Seite des Gegenübers der Fall, denn er ist auf euch geklärt und konjugiert mit dem Gegenüber, und zwar hier und hier. Und mit dem Eremiten. Ich kann mir hier wirklich so etwas wie eine Liaison vorstellen, ein One-Night-Stand, eine Affäre, ein körperliches, ne, also man hat Sex miteinander. Punkt. Und daraus entwickelt sich hier etwas. Nicht nur, also bislang hat man es vielleicht wirklich nur auf das Körperliche reduziert, das würde man hier erkennen, hat aber alles Weitere abgeschlagen, wollte keine Beziehung eingehen, wollte sich nicht ganz regelmäßig sehen, vielleicht nur am Wochenende. Man ist be nicht bereit gewesen, das Ganze auf langfristige Art und Weise durchzuziehen. Man hat das eher als ein Abenteuer gesehen, als den Anfang von etwas Großem. Ja? Und dieser Umstand scheint sich hier zu ändern, potenziell dadurch, weil man hier durch Beständigkeit, durch Regelmäßigkeit doch das ein oder andere Gefühl in sich entdeckt hat. Und das sieht man hier und das sieht man hier. Es scheint hier jemanden tatsächlich von einem, ja, wie sagt man denn da, die Gewichtung. Es ist hier die Gewichtung, die sich nach oben geschraubt hat und zwar drastisch. Und das passiert durch Regelmäßigkeit und Beständigkeit. Ich habe neulich ein Video gesehen, liebe Wagen, da ging es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ging, glaube ich, um Führungskraft, um Führungsperspektive, Führungsenergie, beziehungsweise ging es um ganz bestimmte Gewichtungen oder Ideale. Es ist eine sehr angesehene Person, meiner Meinung nach einer der klügsten Menschen auf diesem Planeten. Mir fällt aber leider sein Name gerade nicht ein.
Der war in einer Talkshow, glaube ich, oder in einem Wissensmagazin war es, glaube ich. Und der hat eine Frage dem Moderator gestellt, und zwar: Liebst du deine Frau? Und der Moderator sagt ja. Und er sagt: Beweis es. So, jetzt ist die Frage: Wie beweist man denn das? Man kann es natürlich sagen: Ja, ich liebe meine Frau, und ja, hier, ich sorge um sie, und ich denke oft an sie, und wir machen viel zu. Das ist doch kein Beweis für Liebe. Wie entwickelt sich Liebe? Und das ist hier der Dreh- und Angelpunkt: durch Beständigkeit, durch Regelmäßigkeit. Wie verliebt sich jemand in den anderen? Nicht auf einen Schlag. Liebe auf den ersten Blick, an so etwas glaube ich nicht tatsächlich. Ich glaube an Interesse auf den ersten Blick. Ich glaube an Hinziehung auf den ersten Blick. Aber von Liebe zu sprechen, das halte ich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde einfach zu übertrieben. Wenn man weiß, was hinter dem Wort Liebe alles steckt im Prinzip. Er hat dann gesagt, tatsächlich, jemand verliebt sich nicht in dich, weil du ihm einmal Blumen schenkst. Jemand verliebt sich in dich, weil du ihm nicht nur einmal Blumen schenkst, sondern in 2 Wochen wieder Blumen schenkst. Dazwischen ihm vielleicht auch Komplimente machst. Vielleicht, ja, ihr kommt nach Hause und ihr hattet einen tollen Tag, liebe Wagen. Und ihr könnt gar nicht erwarten, eurem Freund, eurer Freundin von eurem tollen Tag zu erzählen. Seht aber dann, dass euer Gegenüber hier einen ganz miesen Tag hatte, über den er oder sie sprechen möchte. Was macht man? Man setzt sich hin, man hört dem Gegenüber zu, man bietet eine Schulter zum Anlehnen, man ist aufmerksam, und man verliert am Ende des Gesprächs kein einziges Wort über den eigenen tollen Tag. Das ist etwas, was jemanden tatsächlich zum Lieben verleitet. Das ist hier wirklich so etwas. Es sind auch die kleineren Dinge. Zum Beispiel, man geht zum Kühlschrank und holt sich ein Getränk raus. Und man holt nicht ein Getränk, sondern 2 Getränke raus, ohne dass der Gegenüber überhaupt gefragt hat. Das ist, wenn man so etwas tut, das ist hier einfach diese Wertschätzung, diese Gewichtung, die, wenn man das regelmäßig macht und immer wieder macht, beständig, dann entwickelt sich so etwas wie Liebe. Und nichts anderes scheint hier zu passieren. Ich kann euch nicht sagen, wie schnell es passiert. Ich kann euch aber sagen, dass es passiert, denn es ist hier sehr signifikant. Eine Klärung zur Königin der Sterne. Die Liebenden. Ist das nicht lustig? Ich könnte jetzt das Gleiche nochmal wiederholen, liebe Wagen, aber ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich euch damit sagen wollte. König der Kelche, Königin der Kelche, Power Couple, zwei Menschen auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene, die sich verstehen, auf ihre gewisse Art und Weise, wo die Chemie einfach stimmt. Das logische Resultat ist die Liebenden. Das ist hier Beziehung, das ist Partnerschaft, das ist sehr dicke Freundschaft, das kann bis zur Ehe gehen. Das sind hier zwei Menschen, die sich wertschätzen, die sich achten, die sich lieben, um es kurz zu sagen. Und aus eventuell rein körperlichem Interesse, aus eventuell nur Interesse an einer Affäre, nur Interesse an einer Bettgeschichte, nur Interesse am Sexuellen, entwickelt sich hier durch die Konjunktion zum Tod etwas sehr Harmonisches, etwas sehr Beständiges, Langanhaltendes, Sicheres. Hier ist jemand bislang noch nicht bereit gewesen für eine ernsthafte, feste Verbindung. Aber das scheint hier zu kommen. Eine Klärung zum Tod. Der Ritter der Münzen, nach links ausgerichtet. Ja, das ist nochmal eine Art Bestätigung, auch in der Spiegelung. Ich bin mir nicht sicher, wer hier wer ist, liebe Wagen. Es könnte sein, dass ihr diejenigen hier seid oder diejenigen hier seid. Einer von euch beiden hat immer mal wieder um das Herz des anderen gekämpft, wollte dies erobern, der andere im Gegenzug wollte erobert werden. Es ist, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach altmodisch und veraltet. Meistens ist es natürlich der Mann, der die Frau erobern soll. Ja, wie gesagt, ich halte das für veraltet. Aber es ist im Allgemeinen so. Es könnte danach trotzdem natürlich auch andersrum sein, dass der Mann von der Frau erwartet hat, Wertschätzung zu bekommen, Respekt zu bekommen, dass diese Frau sich für ihn interessiert. Das kann natürlich genauso sein. Definitiv, was man hier sieht, ist, dass es jemand hat langsam angehen wollen, nämlich zunächst einmal rein körperlich, um dann herauszufinden, ist dieser Mensch etwas für eine langfristige Beziehung? Kann mir dieser Mensch Wertschätzung übermitteln? Kann dieser Mensch für mich sorgen, eventuell auch für Kinder sorgen? Kann dieser Mensch mir Stabilität bieten? Das ist all das, was man
wozu man sich entschlossen hat, das möchte man erst im Laufe einer Zeit herausfinden. Darauf wollte man sich nicht gleich einlassen und auch nicht gleich festlegen, wo ich wieder bei der Regelmäßigkeit wäre und bei der Beständigkeit wäre. Und es scheint hier an einem Punkt zu kommen, wo dieser Mensch davon überzeugt werden kann, ja, das, was ich mir erhofft habe von diesem Menschen, scheint sich zu bewahrheiten. Das ist ja auch lustig, scheint sich zu bewahrheiten. Ich sehe das hier sehr, sehr deutlich. Und hier in dem Ritter der Münzen sehe ich denjenigen, der gesagt hat, okay, ich schließe eine Liebschaft nicht aus. Ich schließe eine Beziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe nicht aus. Aber ich möchte das langsam angehen. Ich möchte Beweise haben. Ich möchte zunächst einmal sagen, nein, ich will mich noch nicht binden. Nein, ich möchte noch keine Beziehung mit dir führen. Und das scheint sich hier mit dem Tod, der in der Mitte des Wheels ganz klar für die Transformation und für die Veränderung steht, sich zu den Gunsten hier zu entwickeln, dass dieser Mensch das definitiv in Betracht zieht, sich auch zu binden in einer langfristigen Beziehung, Ehe, Partnerschaft. Eine Klärung zur Königin der Münzen. Das ist die Acht der Kelche und sowas ist meistens so, das ist bezeichnend. Man hat hier einen Menschen, der gesagt hat, nein, ich brauche Beweise, nein, ich muss wirklich das Gefühl haben, mich auf jemanden verlassen zu können. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Mit den Acht der Kelchen auf die Liebenden sieht man hier auch ganz genau den Grund. Da hat jemand etwas erlebt in der Vergangenheit, da ist jemand verlassen worden, da ist jemand enttäuscht worden. Da hat jemand gesagt, da hat jemand im Prinzip sich schon jemandem verschrieben gehabt und das kann tatsächlich die Jugendliebe gewesen sein. Aber wenn das Ganze sich nicht ausgezahlt hat, wenn das Ganze in einem Drama geendet hat, in einer Frustration, in einem gebrochenen Herzen und wenn man daraus gelernt hat und darüber hinaus gewachsen ist, hat man bestimmte Anforderungen. Das sagt man dann, nein, ich lasse mich definitiv nicht direkt wieder auf den Nächstbesten ein. Ich möchte sehen, ich möchte bewiesen bekommen, dass dieser Mensch verlässlich ist, dass dieser Erfolg, diese Stabilität, Langfristigkeit, Sicherheit tatsächlich auch gegeben ist und dass mich dieser Mensch nicht einfach so wieder fallen lässt, einfach so verlässt, wenn er oder sie das bekommen hat, was er haben wollte. Jemand wollte hier zunächst einmal abchecken, will der Gegenüber mit mir nur Körperlichkeit, will dieser Mensch mit mir nur ins Bett oder möchte er hier mehr, möchte er Stabilität, Sicherheit, eine Beziehung haben? Das wollte man über einen gewissen Zeitpunkt herausfinden, eben um genau das hier zu verhindern, um genau zu verhindern, dass dieser Mensch einem beim erstbesten, bei der erstbesten Gelegenheit wieder verlässt und dann steht man wieder alleine da, so wie es potenziell schon einmal war. Eine Klärung zu den Dreierstäben. Das ist der Herrscher und die Kraft. Wow, okay. Die Kraft und der Herrscher. Also, liebe Löwen, viel deutlicher kann es eigentlich nicht sein, dass hier seid... Liebe Wagen, viel deutlicher kann es eigentlich nicht sein. Das hier ist eine Karte, die zeigt, man braucht im Prinzip gewisse Beständigkeit, man braucht gewisse Ideale, man braucht jemanden, auf den man sich fest verlassen kann. Und ich wiederhole mich trotzdem, deswegen bin ich gerade auf Löwe gekommen. Kraft, Sonne, König der Stäbe ist alles Löwe-Karte. Es kann sein, dass ihr es mit einem solchen zu tun habt. Muss natürlich nicht sein. Hier sehe ich den Gegenüber. Hier sehe ich eine vertrauenswürdige Person. Und diese vertrauenswürdige Person könntet ihr für euren Gegenüber sein oder ist euer Gegenüber für euch geworden. Ja? Das kann hier tatsächlich beides sein. Deswegen sind hier auch beide Karten rausgekommen. Man hat hier tatsächlich sich darauf eingelassen, man hat gesagt, okay, ich muss mich beweisen. Okay, mein Gegenüber möchte Beweise, dass ich stabil bin, dass ich sicher bin, dass man sich auf mich verlassen kann. Ich möchte am liebsten direkt die Beziehung, aber wenn mein Gegenüber Beweise braucht, okay, ich stelle meine Sehnsüchte nach hinten, ich lasse mich zunächst einmal wirklich darauf ein und mit der Zeit möchte ich meinem Gegenüber zeigen, dass man sich auf mich verlassen kann. Etwas derartiges ist hier bereits passiert und hier scheint nun sich das Blatt sozusagen umzudrehen, beziehungsweise scheint hier eure Arbeit Früchte zu tragen. So kann ich das nämlich auch ausdrücken. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass dieses
ja, dass diese Bedingung beziehungsweise dieses Verhalten vom Gegenüber gewünscht war oder tatsächlich, dass der Gegenüber sich so verhalten hat. Das kann hier beides sehr, sehr gut sein. Definitiv sehe ich hier, auch mit der Sonne hier im Outcome, dass hier etwas sehr Positives sich entwickelt zu eurem Gunsten, liebe Wagen. Etwas, was am Anfang unsicher erscheint. Vielleicht als etwas Vorübergehendes betrachtet wurde. Vielleicht als eine Affäre abgestempelt wurde. Oder einfach nur eine Freundschaft war. Das muss ja nicht körperlich sein. Wie gesagt, hier stimmt die Chemie. Man kann natürlich auch befreundet gewesen sein. Aber daraus entwickelt sich etwas sehr, sehr Schönes, um es mal so auszudrücken. Auch diese drei Outcome-Karten haben großes Potenzial tatsächlich. Ich werde mir die jetzt natürlich im weiterführenden Reading anschauen. Sollte ich hier eine Situation von euch aufgegriffen haben, sollte es euch so ergehen oder ergangen sein und ihr seid gespannt, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Ist natürlich kein Muss. Viel Glück, viel Freude auf jeden Fall, liebe Wagen. Viel Spaß, muss ich fast schon sagen. Anhaltende Gesundheit, habt einen schönen November weiterhin. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.